Heute habe ich einen super leckeren Zucchini-Eintopf gemacht. Wenn ihr auch wissen wollt, wie es geht, dann bleibt dabei. Ich habe Zwiebeln und Knoblauch in Olivenöl angebraten, einen guten Esslöffel Tomatenmark dazugegeben und alles 10 Minuten glasig gedünstet. 2 bis 3 Kartoffeln dazugegeben, Gewürze, die eingeblendet sind, Petersilie und alles nochmal 5 Minuten einbraten lassen. Mit Wasser aufgießen, ihr könnt auch gerne Gemüsebrühe nehmen und circa nochmal 15 Minuten einköcheln lassen. Dann die Zucchini aufschneiden, das Innere bitte entfernen, damit es nicht so matschig wird. Und erst kurz bevor die Kartoffeln fertig sind, gebe ich Zucchini dazu. Das lassen wir alles nochmal 15 Minuten einköcheln. In der Zeit machen wir eine Mehlschwitze und braten Zwiebeln in Olivenöl an, geben Paprikapulver dazu und etwas Mehl. Ich habe Dinkelmehl genommen. Und das geben wir einem nochmal in den Eintopf. Lassen alles nochmal so lange aufköcheln, bis es so sämig wird, wie wir es haben möchten. Guten Appetit!